Die graue Passion von Hans Holbein, dem Älteren. 500 Jahre ist sie alt und durch unzählige Hände gegangen. Die 12 Tafeln erzählen die Leidensgeschichte Jesu von der Gefangennahme bis zur Auferstehung. Feinsinnig und eindringlich in den Details entstanden sie um 1500 in Holbeins Werkstatt in Augsburg. Die graue Passion ist ein Meisterwerk der Spätgotik. Ihre ursprüngliche Form aber ist heute verloren. Denn Holbein hatte die graue Passion für die Flügel eines Altars entworfen, 6 Bilder für die Vorderseite, für den geschlossenen Altar. Aufgeklappt sahen die Gläubigen vermutlich die plastische, geschnitzte Gruppe einer Kreuzigung, heute verschollen. Rechts und links davon auf der Innenseite der Flügel weitere 6 Bilder. Dann wurde der Altar zerteilt, die Flügel abgetrennt und zersägt. Auf der Rückseite der halbierten Tafeln stabilisierte eine Parkettierung aus Holzleisten die Bilder. Aus den Flügeln des Altars entstanden so die 12 Tafeln der Grauen Passion, die jetzt aufwendig restauriert wurden. Ein Ausstellungsraum in der Staatsgalerie Stuttgart. Mehr als ein Jahr lang arbeitete das Restauratorenteam hier mitten in der Sammlung daran, die Spuren der Jahrhunderte in Holbeins Werk auszubessern. Das Zersägen der Grauen Passion hat Schäden hinterlassen. Die Parkettierung hat das Holz unter Spannung gesetzt, die Malschicht deutliche Risse bekommen. Mit Lösungsmitteln tasten sich die Restauratoren an verfärbte Überarbeitungen heran, an Übermalungen, die in Farbe oder Stil nicht zu Holbeins Original passen, und an verbräunte Firnisschichten. Vorsichtig schaben oder tupfen sie die vergelbte Schutzschicht aus Dammer, den Firnis, von den Tafeln. Die Gefangennahme Christi. Vor der Restaurierung wurden alle 12 Tafeln eingescannt. Sie dokumentieren den Ausgangszustand und halten für spätere Generationen exakt fest, was jetzt wo an der Grauen Passion verändert wurde. Die Kamera zeigt dem Wissenschaftler, was unter der Malschicht liegt. Das Licht der sogenannten Infrarotreflektographie offenbart, was ursprünglich auf Holbeins Tafeln zu sehen war. Zum Beispiel, dass diese Hand das Seil einmal in einem anderen Winkel gegriffen hat. Aber nicht nur Details wurden in der Vergangenheit verändert. Auch der farbige Hintergrund der Tafeln ist mal heller, mal dunkler. Welcher aber ist das Original? Die Restauratorin entnimmt eine winzige Farbprobe und betrachtet sie unter dem Stereomikroskop. Der Querschliff zeigt 3 übereinanderliegende Farbschichten, hier mehrfach vergrößert. Hier wird sichtbar, wie viele Farbschichten Holbein vor 500 Jahren für den Hintergrund der Kreuzabnahme wählte. Nicht das blasse Grasgrün bildete die oberste Schicht, sondern der satte blaugrüne Hintergrund, der heute nur noch an wenigen Stellen vorhanden ist. Geht es ans Restaurieren der Bilder, muss die Restauratorin zuerst den Kitt auf die beschädigten Stellen auftragen. Sie kittet die Tafel mit der flüssigen Mischung aus Leim und Champagnerkreide, je nach Bedarf in mehreren Schichten. Getrocknet und plan geschliffen ist er eine Art Grundierung, auf der sie später retuschieren wird. Henning Autzen ist Leiter der Gemälderestaurierung in der Staatsgalerie Stuttgart und Chef der Restaurierungsarbeiten an der Grauen Passion. Mit tausenden Pünktchen, so klein, dass sie mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind, retuschiert er den gelblichen Knieschutz auf der Tafel Christus in der Ruhe.
Er nimmt dazu Aquarellfarben, denn die sind, im Gegensatz zu Ölfarben, auch in vielen Jahren leicht wieder entfernbar, ohne die wertvolle Malerei zu beschädigen. Nur wer ganz nah an das Bild herantritt, kann sehen, wo Autzen und sein Team sorgfältig mit zahllosen hellen und dunklen Punkten retuschiert haben. Von nahem sieht man die Spuren der Restauratoren. Aus der Ferne zeigt sich nur der gewünschte Effekt, ein neues, harmonisches Gesamtbild der Grauen Passion.